Wie wird man eigentlich Supermarkt des Jahres? Die Bestellphase. So geht's los. Ab Juni bestellt der Supermarkt ein Promotion-Paket in Bronze, Silber oder Gold. Die Wahlphase. Die Kunden stimmen in ihrem Supermarkt ab. Über ihre Produktvielfalt, Frische und Qualität, Präsentation der Ware, Service und Beratung, Besonderheiten. Die Gewinnphase. Das Verbrauchervotum. Jetzt wird ausgewertet. Alle Stimmen, die während der Wahlphase für ihren Supermarktfavoriten abgestimmt haben. Daraus werden die Top 100 ermittelt. Das Handelsvotum. Jetzt bekommen diese Top 100 den Bewerbungsbogen. Der wird vom Supermarkt mit Zahlen und Infos gefüttert und zurückgeschickt. Jetzt treffen die LP-Redakteure mit der Jury aus Vorständen und Geschäftsführern zahlreicher namhafter Handelsunternehmen gemeinsam eine Vorauswahl. Die Top 12 in 4 Kategorien. Die Fachredakteure machen bei den Top 12 einen Inkognito-Besuch, stellen Fragen, machen geheime Fotos, schreiben ihren Besuchsbericht. Erst jetzt erfährt der Supermarkt, dass er nominiert ist und zu den Top 12 in ganz Deutschland gehört. Das RB-Filmteam kommt dann zu Filmaufnahmen. Der Juryauftritt. Jetzt wird es ernst. Die Nominierten treten vor die renommierte Handels- und Expertenjury. Dann wird abgestimmt. Jetzt stehen die Gewinner fest. Der Sonderpreis. Beim Lieblingsmarkt zählt ausschließlich das Verbrauchervotum aus der Promotion-Aktion. Hier geht es für einen Markt direkt von der Verbraucherwahl aufs Siegertreppchen. Und zwar für den, der die meisten Stimmen bekommen hat. So funktioniert's. Eigentlich doch gar nicht so kompliziert.